Das Lernen für ein gelingendes Leben, das findet nicht in der Schule statt. Fangen wir mal bei der Schule an und schauen uns wieder an, was die Schule eigentlich leistet. So, also die erste Aufgabe von Schule scheint Aufbewahrung zu sein. Die zweite Aufgabe von Schule scheint Selektion zu sein und Vergabe von Zeugnissen für weiterführende Lebensentwürfe. Und die dritte Aufgabe von Schule ist eben Ausbildung, Vorbereitung auf späteres Berufsleben. Und die Lehrer sind darauf auch nicht vorbereitet, den Kindern zu helfen, dass die in der Lage sind, ihr Leben zu meistern. So, was lernen Kinder häufig in der Schule? Sie lernen, dass ihnen die Freude am Lernen abhanden kommt. Weil sie als kleine Entdecker und Gestalter in die Schule kommen und dort merken, dass sie nicht so entdecken können und nicht so gestalten können, wie sie das wollen. Und weil ihnen dort immer deutlicher gesagt wird, was sie nur lernen sollen und was sie gestalten sollen und was sie entdecken sollen, tut das ihnen so weh, dass es gar nicht anders geht, als dass sie ihr eigenes Bedürfnis nach entdecken wollen und gestalten wollen. So lange unterdrücken, bis es weg ist.